Das Excelsior Hotel Ernst, Kölns Grand Hotel am Dom. Es ist die Verbundenheit zur Tradition, aber nicht im Sinne einer musealen Einfrierung des Gewesenen, sondern im Sinne eines stets lebendig gehaltenen Gedankens, sich im jeweiligen Kontext der Zeit den Kunden, nämlich den Gästen, anzunehmen. In unmittelbarer Lage zum Kölner Dom befindet sich das Excelsior Hotel Ernst. Das seit 1863 in Familienbesitz stehende Grand Hotel verbindet zum einen auf stilvolle Art bewährte Tradition mit zeitgemäßer Moderne. Zum anderen wird im Excelsior Hotel Ernst ein großes Augenmerk auf die Ausbildung junger Menschen gelegt. Ein Hotel muss sich ständig weiterentwickeln. Die Infrastruktur muss an moderne Wege und durch Investitionen an zeitgemäße Ansprüche angepasst werden. Das hat was damit zu tun, wie man sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb, als attraktiver Arbeitgeber positioniert. Und da kann man nicht mit Doppelstandards herangehen, sondern das muss immer authentisch sein. Gerade in einem solchen Traditionshaus muss man das einfach leben, aber natürlich auch kommunizieren. In den Räumlichkeiten der 142 Zimmer und Suiten kann sich der Gast wohlfühlen. Zwei Restaurants und die Piano-Bar laden zum Genießen von Getränken und Speisen ein. Natürlich funktioniert ein solches Hotel nur dann so perfekt, wenn alle Mitarbeiter Hand in Hand arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Ich verstehe meine Funktion als der Unterstützer meiner Mitarbeiter, sozusagen ein Katalysator, damit die vielen Individuen, die wir hier beschäftigen, wir haben keine Roboter, sondern wir haben eine große Anzahl von Mitarbeitern, die aber jeder seine Persönlichkeit, seinen eigenen Stil mit hereinbringen und das einfach im Team zusammenzufügen, dass jeder auf seine Weise den Servicegedanken hier realisiert. Einen besonders hohen Maßstab legt das Hotel auf die Ausbildung junger und motivierter Menschen. Das Excelsior Hotel Ernst beschäftigt in unterschiedlichen Bereichen im Hause ca. 50 Auszubildende. Ja, man muss sich dafür Zeit nehmen. Man muss dafür auch eine klare Vorstellung haben, was man für Menschen braucht in so einem Unternehmen. Denn gerade junge Menschen, die gerade aus der Schule kommen, haben ja keinen großen Lebenslauf vorzuweisen. Sie haben Schulnoten vorzuweisen. Aber das alleine reicht ja nicht aus, denn wir brauchen ja Persönlichkeiten. So werden Persönlichkeiten gefördert, denen es wichtig ist, beruflich voranzukommen und auch Belastungen im Beruf gekonnt meistern zu können. Wechselnde Arbeitszeiten und Flexibilität sind große Herausforderungen in der Hotelbranche. Also insofern, ganz wichtiges Kriterium ist herauszufinden, hat der junge Mensch die richtige Persönlichkeit und die richtige Belastbarkeit, in diesem Beruf wirklich auch voranzukommen. Eine der Auszubildenden ist Caroline Kerpal im Bereich des Housekeeping. Sie ist im ersten Lehrjahr und erst seit kurzem im Excelsior Hotel Ernst. Also ich war jetzt den ersten Monat in der Berufsschule und habe erstmal ein bisschen Theoretisches gelernt, alles was man so als Hintergrundwissen haben muss. Und den zweiten Monat habe ich jetzt im Housekeeping angefangen. Also ich habe die Zimmer schon kennengelernt, die Zimmeraufbau, den wir hier haben und ersten Gästekontakt gehabt. Und ich denke mal, in der weiteren Ausbildung werde ich noch im Service sehr viel kennenlernen, auch in der Küche und im Empfang und auch noch für weiteres, was in den Hintergründen so passiert, kennenlernen. Ich würde sagen, das Herausfordernde ist besonders der Umgang mit Gästen, also den Gast zufriedenzustellen und zu schauen, dass der Gast sich wirklich wohlfühlt bei uns, dass der Gast genau das erhält, was er erwartet und dass wir auch den Ansprüchen gerecht werden des Gastes. Das Excelsior Hotel Ernst sieht es als seine Verpflichtung an, junge Fachkräfte auszubilden und in ihrer Entwicklung zu fördern. Die langjährigen Mitarbeiter im Hause geben ihr Fachwissen an die Auszubildenden weiter und bereiten sie so ideal auf ihren Arbeitsalltag vor. Wir haben immer 3, 4, 5 Personen, Auszubildende, die gerade in der Abteilung sind. Im Moment haben wir halt die Neuzugänge, sag ich mal, aus dem ersten Lehrjahr. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr zu tun, da müssen wir noch ein bisschen mehr ran, weil die kennen natürlich das Haus noch nicht, die kennen unsere Standards noch nicht, die kennen noch nicht so genau die Abläufe hier. Aber dafür sind wir ja da, denen das beizubringen und das machen wir halt gerade im Moment. Und wir lassen natürlich auch die jungen Leute dann auch gleich los. Also die müssen gleich ins kalte Wasser und müssen dann gleich das Gelernte gleich umsetzen und gleich Gas geben, sagt man dazu. Wir haben hier in der Hotelbranche natürlich einen harten Job, aber dennoch einen interessanten Job, einen sehr schönen Job.
Und ich denke eigentlich, meine Laune geht über die Abteilung hinweg. Und das macht sich halt auch bemerkbar, auch bei meinen Leuten, auch dass wenn wir mal einen stressigen Tag haben, den wir haben, können wir trotzdem abends noch lachen und sagen, komm, haben wir gut gemacht. Ich denke, das ist eigentlich das nette Miteinander ist eigentlich ganz wichtig für mich. Also das ist dann das, ganz egal wie viele Stunden man hier ist, das zählt dann nicht. Das Housekeeping arbeitet in enger Absprache mit der Rezeption. Dort werden die Gäste begrüßt, eingecheckt und auf einen angenehmen Aufenthalt eingestimmt. Auch in diesem Bereich bildet das Excelsior Hotel Ernst zur Hotelfachkraft aus. Und gerade hier, wo der Kontakt mit den Gästen am größten ist, ist eine sorgfältige Ausbildung der Mitarbeiter sehr wichtig. Also der erste als auch der letzte Eindruck in einem Hotel ist wohl immer mit der prägendste für einen Gast. Und somit schauen wir natürlich auch, dass wir die Auszubildenden, aber auch die Mitarbeiter dazu bringen, möglichst positive Erscheinungen und guten positiven Ausdruck zu erlernen oder zu vervollkommnen. Denn das ist das Bleibende. Also wenn man als Gast nicht seinen sonnigsten Tag erlebt, dann freut man sich, wenn man anständig begrüßt wird. Und ebenso möchte man den schönen Aufenthalt noch ein bisschen versüßen, wenn die Gäste dann das Haus verlassen. Nachdem ein Gast eingecheckt hat, kann er sich in einem der zwei Restaurants oder der Piano-Bar bewirten lassen. Das Taku ist asiatisch geprägt und wurde 2009 zum besten ausländischen Restaurant des Jahres gewählt. Die Hansestube ist hingegen klassisch gehalten. Eine französische Küche mit regionalen Einflüssen verwöhnt hier die Gaumen der Gäste. Also wir gehen sehr stark auf die Individualität unserer Gäste ein. Wir haben sehr viele Stammgäste, die das Haus eben auch schon seit 50 Jahren oder länger kennen, alle Familienfeiern hier begangen haben und weiterhin begehen und ja teilweise eben auch noch Dinge gerne beibehalten in Form von Speisen, Getränken, Formen von Tischen und so weiter. Und das versuchen wir schon so gut wie möglich immer zu erfüllen. Wenn Sie mal die Hansestube zunächst mal ausprobieren möchten, sollten Sie in jedem Fall am Mittag kommen. Da haben wir ein sehr schönes Angebot, ein Dreigang-Lunch zu 29 Euro. Das ist aber auch eingängig zu 19 oder zweigängig zu 24 Euro wählbar. Auch im Service bildet das Excelsior Hotel Ernst aus. Lena Hanschmann durchläuft eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und ist bereits im dritten Lehrjahr. An meiner Ausbildung gefällt mir am meisten, dass ich in viele verschiedene Abteilungen reinkomme und es eine große Bandbreite hat. Also ich habe besonders gerne den Kontakt mit den Gästen, da die Gäste immer wieder anders sind und man wieder anders auf die Gäste eingehen muss. Und auch bei den Vorgesetzten haben die Auszubildenden einen hohen Stellenwert. Ja, also in unserem Betrieb spielen die eine sehr große Rolle, weil eben gerade in dem zweiten und dritten Lehrjahr sie schon oft Aufgaben übernehmen, die vielleicht auch sonst ein Festangestellter in anderen Häusern übernehmen würde. Das gibt ihnen natürlich die Möglichkeit, sich da schon mal so ein bisschen zu finden und sich wirklich mehr einzubringen, als das ein Auszubildender in einem anderen Haus vielleicht machen kann. An meinen Vorgesetzten schätze ich besonders, dass sie sehr engagiert sind, sich sehr um uns bemühen und uns viel beibringen. Für das leibliche Wohl ist eine 30-Mann starke Küchencrew unter der Leitung von Bernhard Stützer zuständig. Hier werden die Speisen für den Gast frisch zubereitet und können entweder in der Hansestube oder auf den Zimmern serviert werden. Mit viel Liebe und Wissen werden die Speisen individuell oder à la carte für den Gast zubereitet. Und auch in der Küche wird viel Wert auf das Weitergeben dieses Wissens gelegt. Wir leben von den Azubis, also die sind für uns sehr, sehr wichtig, weil wir auch versuchen, wir wollen also unsere Qualität und unsere Fähigkeiten den Jugendlichen mit weiter auf den Weg zu geben. Also ich versuche, so früh wie möglich Verantwortung zu delegieren, damit auch jeder weiß, dass er auch gebraucht wird. Also einen Beitrag geben, das ist für mich ganz wichtig. Das steht an erster Stelle, dass jeder seinen Beitrag in dieser Speisekarte mitbringt, dass er auch sagen kann, aha, ich war daran beteiligt. Täglich gehen zur Mittagszeit ca. 60 Essen aus der Küche und im Bankettbereich zwischen 30 und 100 Menüs. Wer es lieber etwas süßer mag, ist in der hoteleigenen Patisserie gut aufgehoben. Hier werden die kleinen und feinen Köstlichkeiten eigens für die Gäste des Hotels und der Restaurants hergestellt und auch nach neuen Geschmäckern gesucht. Also ein ganz besonderes Highlight für unser asiatisches Restaurant Taku sind zum Beispiel die Pralinen, weil wir da sehr drauf geachtet haben damals bei der Entwicklung, dass das wirklich frisch ist und die authentischen Geschmäcker rauskommen, wie zum Beispiel Ingwer oder die Pandanblätter, dass man das Aroma wirklich auf der Zunge hat.
Und da haben wir lange für rumgetüftelt, besonders ich natürlich. Und mittlerweile kriegen wir das richtig gut hin und sind auch richtig mächtig stolz darauf, dass das auch richtig gut ankommt bei den Gästen, dass man die Geschmäcker, die man jetzt vorgibt, was drin ist, auch wirklich rausschmecken kann. Und das ist natürlich toll. Und natürlich wird auch Saisonales aufgegriffen und für die Gäste des Excelsior Hotel Ernst angeboten. Es gibt, also für mich ist alles ein Highlight. Also es gibt jetzt je nach Saison, ne, wo natürlich irgendetwas besonders heraussticht. Ich finde jetzt zur Winterzeit die Stollen sehr gut, ne, schmecken ja auch gut. Und ansonsten die Pralinen. Ein High-Tea ist auch sehr lecker, wenn man da die schöne Etagere dann hat mit den ganzen süßen Snacks. In der Patisserie wird die Ausbildung zum Konditor gefördert. Arne Rien konnte von sich überzeugen und bekam die Stelle. Ich habe zuvor meine Kochausbildung gemacht und habe mich danach entschieden, in die süße Küche zu gehen. Und dafür wollte ich den Konditor noch hinterher lernen. Also ich habe jetzt hier die Aufgabe, Mandelsplitter herzustellen. Dafür habe ich frische Mandelsplitter, Zartbitterschokolade und mache jetzt ein ganzes Blech Mandelsplitter. Ausbildung im Excelsior Hotel Ernst ist ein großes Thema. Die Weitergabe an Fachwissen durch langjähriges Personal macht das Excelsior Hotel Ernst zu einem begehrten Ausbildungsbetrieb. Vom einzelnen Mitarbeiter bis hin zur Führungsetage setzt sich das Hotel für eine erstklassige Förderung der jungen Menschen ein. Also die Ausbildung geht ja über 3 Jahre für alle Berufsbilder, also sowohl für die Köche wie die Restaurantfachleute als auch die Hotelfachleute und die Kaufleute, alle 3 Jahre. Und das durchläuft dann ein Programm durch viele Abteilungen. Und das ist natürlich ein aufbauendes Programm, das von einfacheren hin zu komplizierteren Aufgaben, das von etwas weniger Verantwortung hin zu mehr Verantwortung stufenweise aufgebaut wird, das auch bei dem einen oder anderen noch ein bisschen fein abgestimmt sein muss, weil nicht jeder Mensch da gleich ist in seiner Art oder in seinen Fähigkeiten. Der eine ist stärker am Gast, der andere ist mehr im Hintergrundbereich geeignet. Das muss man auch erkennen und die jungen Leute entsprechend einsetzen. Entscheidend in einem renommierten Ausbildungsbetrieb ist die Förderung und Forderung der Auszubildenden. Die Ausbildungsbegleitung durch langjährige Mitarbeiter gewährt einen professionellen und gut strukturierten Weg für die jungen Menschen. Stärken der einzelnen Auszubildenden werden weiterentwickelt, ihre Schwächen erkannt, gestärkt und verbessert. Sie werden somit ganz individuell gefördert. Musik